Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 11. Mai 2020 mit einer spontanen Legung für dich und zwar mit den Skatkarten. Natürlich, bevor ich mit der Mischung der Karten beginne, bitte ich dich, dass du deine Augen schließt und erstmal in der Energie der Kristallschale eintauchst und während ich die Karten mischen werde, dass du mir deine Gedanken zusendest. Worum geht es heute? Was ist der Stand der Dinge jetzt? Was möchten die Karten dir sagen? Es geht um den Vertrauen in diese feste Partnerschaft, wie du siehst. Also das Vertrauen hier in diese feste Partnerschaft. Es geht auch darum, um die große Liebe, was hier zurzeit so ein bisschen blockiert ist, wie ich das wahrnehme. Es gilt wirklich da, also erfolgreich weiterzugehen, diese große Glück zu spüren. Also es geht um dich hier in erster Linie, natürlich um diese Verbundenheit und diese telepathische Verbindung, die Nähe, dass also hier auch dein Herzensmensch oder du beide in eure Kraft kommt und natürlich auch in der Stabilität, dass dein Gegenüber auch in seine eigene Stabilität auch kommt. Ja? So, ja, also da ist noch so ein bisschen die Energie noch blockiert, vielleicht auch jetzt auch zu Beginn des Tages, vielleicht spürst du das auch. Wir haben heute auch einen Portaltag und eine absolute Energie wirklich in diese Herzöffnung, in diese tiefe Liebe. Also das spürst du auch regelrecht, wenn du vielleicht auch einen Druck oder so ein Gefühl in deinem Herzen, in deine Seele spürst und merkst, dass sich da auch ganz viel bei dir auch sich ganz bewegt, auch gefühlsmäßig, dass da so ganz viel Wandlung auch stattfindet. Öffne dein Herz heute besonders für diese Energie, für diese hochschwingende Liebe. Ja? So, ich lege natürlich die Karten für dich aus und wir schauen mal, wie der Stand der Dinge jetzt so gerade ist, ja. So, also ich sehe hier ein tolles Bild mit euch beiden, also in der Liebe. Also ihr seid jetzt schon auf Augenhöhe. Also ich nehme dich sehr im Gefühl wahr, dein Gegenüber, also schon noch im Kopf. Also ist auch der zweite Hälfte, also der Kopfmensch, du das Gefühlsmensch oder die Loslasserin und er der Gefühlsklärer. Du schaust hier in diese Nähe und Verbundenheit und Stabilität mit ihm und du glaubst an diese spirituelle Verbindung, dass es auch diese spirituelle Liebe in der festen Partnerschaft führt. Also unbewusst ist noch deine Energie etwas in deinem Unterbewusstsein, vielleicht blockiert etwas und viele waren auch dabei gestern bei dem Livestream. Natürlich habe ich auch eure Kommentare
gelesen und versuche so auf einige, also so ein bisschen während der Legung jetzt auch einzugehen. Also in diesem Prozess, wenn das auch länger geht und auch wenn das noch nicht also vollendet ist, sonst würdest du dieses Video vielleicht nicht mehr schauen, geht es wirklich darum, dass du erkennst, dass da auch Blockaden in dir sind. Wie ist das möglich? Wenn etwas nicht weitergeht, da ist immer ein Anteil in dir, die dir das zeigt, da ist noch was in der Emotion. Sei es mit deiner Weiblichkeit, sei es mit deinem Vertrauen, sei es mit deinen Kränkungen oder dich nicht wertvoll fühlen oder. Viele haben ja natürlich auch bei mir die karmische Blockadenlösung gemacht. Das ist eine allgemeine Blockadenlösung, so also auf alle zugeschnitten, ja. Natürlich darüber hinaus, wenn du erkennst, wo dein Thema ist, können wir sehr gerne zusammenarbeiten und Stück für Stück deine einzelnen Themen anschauen. Also ich führe dich da sehr gerne und löse deine persönliche Blockaden, damit du auch weiterkommst, natürlich mit dem Seelenpartner. Und oft ist es nur eine Sitzung, mit einer Sitzung ist es auch wirklich nicht getan. Also in der Hypnose kannst du das wirklich aufarbeiten, dann spiegelt sich das auch also in deinem Leben, auch im Außen ganz anders, sei es jetzt beruflich, sei es in deiner Seelenpartnerschaft oder unter der Freundschaft oder allgemein in deinem Leben. Ja? So, und du schaust ihn an und er schaut dich an. Also er schaut dich an. Der schaut jetzt auf der Stabilität in dieser Verbindung, in dieser Nähe, Verbundenheit und auch er sieht auch ja, also dass du in deiner Energie, in deiner Kraft bist, aber irgendwas ärgert ihn an dir. Vielleicht hast du ihm auch etwas gespiegelt, vielleicht hast du auch etwas bei ihm getriggert. Unbewusst weiß der auch, dass das hier eine spirituelle Verbindung ist. Also, dass das jetzt für euch ja, eine feste spirituelle Verbindung ist, dass das jetzt sagen wir mal hier so Zwillingsseelen seid, so Twin Flames, die kommen zusammen, dass die auch eine ganz bestimmte spirituelle Berufung haben. So, also bei dir schaue ich jetzt an, du bist in deinen Selbstwert gekommen, so nehme ich dich wahr. Also im Außen zeigst du dich auch so, du bist sehr bewusst, du kommunizierst auch deine Erkenntnisse, also sehr bewusst und du also schaust hier auf die freudige Überraschung, worüber du dich sehr freuen wirst, also mit Erfolg und die große Liebe ist für dich da. Bei deinem Seelenpartner kränkelt es von allen Dingen dadurch, dass er bestimmte Dinge unterdrückt, zurückhält, nicht darüber kommuniziert, dass er sehr diplomatisch ist. Und da, wenn man etwas unterdrückt, baut man eine Spannung auf und dann geht das auch nicht weiter. Und es gilt wirklich an diese Unentschlossenheit, an diese Zögerlichkeit wirklich zu arbeiten. Es gilt wirklich darum, in diese weibliche auch Energie hineinzugehen. Weibliche Energie ist eine empathische Energie, der auch wirklich vertraut, glaubt an der Intuition, also folgt auch seine eigene Intuition, vergibt, Mitgefühl hat, Verständnis hat, annehmen kann. Das sind diese weiblichen Energien. Und da gilt wirklich diese Unentschlossenheit, also wirklich in diese weibliche Energie hineinzubringen und wirklich darauf zu vertrauen, sich führen zu lassen, leiten zu lassen. Denn ich sehe hier schon die Seelenverbindung, die Seelenpartnerschaft ist ihm auch bewusst und dass er momentan auch seine Gefühle heilt, seine Emotionen heilt und dass es auch karmische Natur ist. Was bedeutet karmische Natur? Natürlich waren wir öfter hier auf Erden inkarniert und jedes Mal hat unsere Seele bestimmte Erfahrungen auch gemacht. Und das gilt es jetzt wirklich, wenn da Verletzungen da waren, auch wirklich zu heilen. Und nur ein reines Herz, nur ein geheiltes Herz kann auch wirklich diese Liebe auch empfangen und auch diese Liebe geben.
Weil, also wie weit wir unser Herz öffnen können, liegt wirklich damit zusammen, wie bereit sind wir denn auch, wirklich diese Liebe auch anzunehmen, wie bereit sind wir auch, Liebe zu geben. Und der ist dabei, wirklich sein Herz zu heilen. Und wie geht es jetzt mit euch weiter? Ich sehe hier definitiv den Neuanfang blockiert noch, wirklich noch blockiert. Und das hat wirklich auch mit der Entfernung, mit der Weite auch ein Stück weit zu tun. Mit Entfernung, also das kann jetzt bedeuten, dass ihr auch räumlich entfernt voneinander seid. Aber es kann auch damit bedeuten, dass ihr also ganz unterschiedliche Höhen habt, also nicht jetzt hier schaut ihr euch schon von derselben Augenhöhe an, aber entweder ist der eine älter, der andere jünger oder in sozialen Schichten seid ihr auch ganz unterschiedlich, in religiösen Schichten seid ihr unterschiedlich. Also diese Distanz, was euch trennt, also es trennt euch etwas, damit, also hier diese Blockade ist regelrecht da, also dieser Neuanfang ist blockiert. Es gilt wirklich darum, für euch beide, dass ihr bei euch selber ankommt, zu Hause ankommt, also im häuslichen Bereich und auch diese Anziehungskraft, diese Liebe auch in euch folgt, führt, dass ihr das anerkennt, dass ihr das annehmt, dazu gerade steht. Und dazu ist es notwendig, noch diesen Rückzug, um diese tiefe Erkenntnisse zu machen. Und es gilt auch wirklich darum hier, das ist die Karte der Kontrolle, die Kontrolle abzugeben. Verzeihung, also die Kontrolle abzugeben und loszulassen. Bei deinem Gegenüber kommt eine freudige Überraschung, also wenn es seiner Intuition folgt, das ist für ihn ein großer Wachstumsprozess. Und also der Erfolg ist hier auch noch ein Stück weit bei ihm blockiert, noch momentan. Bei dir gilt es um Gespräche, um Kommunikation. Und du hast dich auch entfernt ein Stück weit und du bist auch zögerlich und unentschlossen. Und weißt du auch jetzt nicht, wie du diese Kommunikation mit ihm führen sollst. Also da ist schon eine gewisse Distanz zwischen euch, trotz dass ihr euch so anschaut. Also bei dir geht es wirklich um deinen Selbstwert, um deine eigenen Bedürfnisse hier als erstes hinzustellen. Und das ist karmisch. Vielleicht auch in einem vergangenen Leben warst du halt anders, dass du dein Gegenüber über alles geliebt hast und alles für ihn getan hast. Und heute ist das deine Aufgabe, dass du sagst, nein, ich bin mir erst, bin ich mir der Nächste. Und dann kommt mein Gegenüber, dass du da dein Wert so ein bisschen noch erhöhst, noch stärkst. So, ich zähle jetzt die Karten für dich aus. So. Und jetzt schauen wir mal. So, du bekommst 3 Karten. So, dein Gegenüber bekommt 2 Karten. Die freudige Überraschung. Was kränkelt bei ihm und was ist denn hier zwischen euch diese karmische Moment, der Neuanfang, hier die Entfernung, schauen wir mal, was ist da los? Also, bei dir kommen die Karten, so im Außen kommt auf dich diese starke Verliebtheit, diese Anziehungskraft und das Vertrauen in der feste Verbindung. Also, du brauchst also nichts zu machen. Bei deinem Gegenüber kommt noch wirklich diese Unentschlossenheit und Zögerlichkeit mit der Spiritualität zu überwinden. Sich darauf einzulassen, auch wenn er nicht weiß, wo das hinführt, sich darauf einzulassen. Also die unverhoffte Freude ist in der Bewusstwerdung.
Also, wenn er wirklich viele Dinge noch bewusst wird, natürlich ist dann auch so ein Portaltag wie heute besonders gut für den seelischen Weiterentwicklung, und das kannst du auch noch besonders an diesen Tagen auch noch unterstützen energetisch, also sehr gerne helfe ich dir dabei. Und also wenn er bewusst wird, wird auch mit der freudigen Überraschung auf dich zukommen. Was kränkelt denn bei ihm? Ja, die Kommunikation, wie passend das ist. Also der kann über seine Gefühle nicht kommunizieren. Und also hier der Neuanfang, die Weite, also die Weite oder diese Distanz, was zwischen euch steht, hat damit zu tun, also in der Energie zu kommen, das ist die männliche Energie, in der Begeisterung zu sein. Die männliche Energie ist immer durchhalten, sich durchsetzen, gerade stehen, standhaft zu sein. All diese männlichen Aspekte, das bedarf es noch wirklich zu stärken. Und ich ziehe jetzt ein paar Karten von Chuck Spezzano, Karten der Liebe, ja. Und konzentriere dich, was raten die Karten denn für dich? Was raten die Karten denn für dich? Und ich bitte um 7 Karten. Ich bitte um 7 Karten. Was sind die Hinweise für dich? Und an alle, wirklich an alle, die bei dem Livestream dabei waren. Ja, da habe ich mich echt gefreut, dass ihr doch so zahlreich dabei wart. So, und natürlich dann für dein Gegenüber, was raten die? Da die Karten für dein Gegenüber. Also, was euch wirklich verbindet, schau mal hier, ist das Verrat. Sei es wirklich eine Erinnerung aus dem vergangenen Leben. Jetzt vielleicht fühlt sich der eine oder der andere verraten. Ja? Verraten. Also lasst es mal auf dich wirken. Das vielleicht fühlt euch beide von dem anderen verraten. So, bei dir wird ein Traum wahr. Also deine Träume werden wahr und es kommt die Wahrheit auf dich zu. Also wie du siehst, die Wahrheit, wenn du die Wahrheit sprichst, wird dein Traum wahr. Also sich verlieben, ja. Und also wichtig ist, dass du also auch so ein bisschen locker bist, so keck bist, also nicht so in deine Schwere bist, sondern so eine ganz leichte Energie da, also mitbringst. So, dann ist natürlich auch für dich erstmal, das zeigt sich jetzt momentan die Situation als ein Problem, und du fühlst schon, dass da irgendwie eine Verlust hier auch noch eine Rolle hier spielt. Habe ich jetzt also die Fernbedienung, also es hat was damit zu tun, also wie du siehst, ja, dass du erstmal glaubst, dass es halt auch ein Problem ist, vielleicht das Verlust, die Verlustängste spielen auch eine Rolle, auch das, die Eifersucht spielt auch wirklich eine Rolle noch bei dir, dass du da nochmal genau hinschaust. Und ja, Lachen ist die beste Medizin, dass du also in diese leichte Energie, in dieses Lachen hineingehst, und das raten dir die Karten. Eine Sekunde.
Und bei deinem Gegenüber geht es wirklich dahin zu schauen, er fühlt sich einsam. Also das heißt, sein Herz fühlt sich einsam, eingesperrt auch, ja, und er ist noch in der Bedürftigkeit, ja. Vielleicht denkt er auch oder hat er auch Angst, benutzt zu werden. Ich habe das Gefühl, also Angst und benutzt zu werden, also benutzen, dass hier auch eine Rolle spielt. Oder er denkt, du wärst bedürftig, ja, und du fühlst dich einsam, können auch natürlich seine Gedanken sein. Also im Grunde möchte er so in seinem Leben dieses höchste Glückseligkeit, dieses Gefühl erreichen. Das hat jetzt nicht mit dem Körperlichen zu tun, sondern also die Glückseligkeit ist diese höchst schwingende Energie, diesen Orgasmus. Er möchte wirklich glücklich sein. Aber dennoch ist es wirklich wichtig, dass er auch erkennt, dass dafür nicht die anderen Menschen da sind, dass wir unser Glück selber kreieren können. Ja? Und also es kommt auch die Sinnesfreude. Ja? Sinnesfreude, das Glück dann in sein Leben. So, ich ziehe natürlich jeweils eine Karte aus dem Liebesorakel Amors Botschaften. Natürlich für dich und für deinen Herzensmenschen. Also erstmal natürlich für dich. Hier waren noch ein paar Karten. Na, nun. Ja, jetzt ist er leer. Genau. Konzentriere dich auf dein Thema. Also für dich ist noch immer noch, denkst du, auf eine riskante Versuchung und glaubst du auch, dass der Schein noch trügt. Du bist noch nicht ganz sicher. Und dein Herzensmensch... Dein Herzensmensch kommt immer mehr in seine Liebe, weil ihr seid Zwillingsseelen, eure Leidenschaft ist entflammt und er liebt dich und er manifestiert jetzt. Also Manifestation, deine Träume werden in Erfüllung gehen und das wird bei vielen auch so der Fall sein. Also und du, achte mal auf deine Gedanken, vielleicht... Ja, vielleicht fokussierst du dich auch zu sehr hier auf das Problem, auf diesen Verlust und auf dieses Eifersucht. Und das gibt dir dieses Gefühl, dass es auch eine riskante Versuchung sein könnte. Und denk auch darüber nach, was du denkst, dass du das mit deinen Gedanken auch schon in dein Leben ziehst. Schau einfach, fühl in dich hinein, also gerne auch heute Abend mit dem Energiearbeit unterstütze ich dich euch beide an dem heutigen Portaltag. Und ich hoffe, das war für dich gemacht oder für dich passend, diese Legung. Es hat dir gefallen, bist du mit in Resonanz gegangen und natürlich, wenn das der Fall war, freue ich mich über einen Daumen hoch und umso mehr natürlich, wenn du mir deinen Abo da lässt oder einfach dein Abo schenkst und das nächste Mal natürlich auch hier live mit mir die Karten mischst. Ich sende dir auf jeden Fall ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage Namaste, bis bald, deine Valeria.